Sie sind mit Cannabis aufgefallen und Sie wollen jetzt wissen, welche Strafen und Verbote auf Sie zukommen? Aktuell, Stand heute, 14.04.24, sagt das Gesetz, dass bei einem Ersttäter mit Cannabis die MPU nicht mehr angeordnet werden darf. Dabei spielt der Aktiv-THC-Wert aktuell keine Rolle mehr. Die Erfahrung der letzten Tage zeigt eindeutig, dass viele Behörden das neue Gesetz praktisch umsetzen und hunderte von MPU-Anordnungen zurückgezogen werden, wenn man sie darauf hinweist. Auf dieses Thema gehe ich gleich als erstes ein. Seit der Cannabis-Legalisierung gibt es viel mehr Aufklärungsbedarf als vorher. So ein Cannabis-Delikt geht durch viele Hände und viele Betroffene sind der Auffassung, dass man doppelt und dreifach bestraft wird, wenn man einmal oder aktuell wiederholt mit Cannabis aufgefallen ist. Es gibt zum einen das StGB, das Strafgesetzbuch. Dort sind in Form von Gesetzen, Ordnungswidrigkeiten und Straftaten klar geregelt. Zudem kann ein Richter beim Gericht auch die Entziehung der Fahrerlaubnis anordnen und eine Sperrfrist verhängen. Dann gibt es noch die Führerscheinstelle, die sich an die Fahrerlaubnisverordnung richtet und anhand der dort enthaltenen Paragraphen für die Sicherheit der Allgemeinheit im Straßenverkehr sorgt. Bei begründeten Zweifeln darf die Fahrerlaubnisbehörde die Fahrerlaubnis sofort entziehen und die Fahreignung anzweifeln. Und Sie als Betroffener können dann im Rahmen einer MPU oder eines fachärztlichen Gutachtens die Zweifel ausräumen, wenn Sie die Fahrerlaubnis nicht verlieren oder wiedererhalten wollen. Und dann gibt es noch die Beurteilungskriterien für Fahreignung. Dort ist auch klar geregelt, welche Voraussetzungen erfüllt werden müssen, um das positive Gutachten zu erhalten. Und diese drei Bereiche schauen wir uns in diesem Video an und prüfen, ob das nicht doch vielleicht eine doppelte oder dreifache Bestrafung für ein Delikt ist. Und natürlich, wie die Führerscheinstelle aktuell entscheidet, wenn Sie mit Cannabis aufgefallen oder in der Vergangenheit aufgefallen sind. Müssen Sie aktuell als Ersttäter zur MPU oder nicht? Nach dem Intro geht es los. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Martin Slewinski, ich bin Verkehrstherapeut und ich bin hier bei MPU Erfolgsformel, Ihr Gastgeber. Hier auf diesem Kanal geht es vorrangig um die MPU-Vorbereitung, das Gespräch mit dem Gutachter, die medizinische Untersuchung, die Leistungstests sowie alle behördlichen Angelegenheiten rund um die MPU-Anordnung. Und im weitesten Sinne natürlich auch um Ihr Verhalten im Straßenverkehr, damit auch Sie die MPU beim ersten Mal bestehen. Wenn also die MPU gerade Ihr Thema ist, dann sollten Sie jetzt genau den Kanal abonnieren und auch noch die Glocke drücken, um informiert zu sein, wenn ich wieder ein Video hochlade. Bitte schauen Sie sich das Video bis zum Ende an, damit Sie keine wichtigen Informationen verpassen. Jetzt sind seit der Legalisierung 2 Wochen vergangen und ich konnte feststellen, dass so einige unserer Klienten ganz einfach die MPU-Anordnung vom Tisch bekommen haben. Ich erzähle immer wieder in meinen Videos, dass die Behörden nach Paragraphen arbeiten. Und so ist es auch mit dem neuen Cannabis-Gesetz. Ich habe es in der letzten Woche nicht für möglich gehalten, dass die Behörden die Anordnung zur MPU so einfach zurücknehmen. Wie auch schon im letzten Video erwähnt, können sich die Gesetze schnell ändern und die Lücke, die Sie jetzt nutzen können, kann bald wieder geschlossen sein und Sie dann doch wieder als Ersttäter die MPU machen müssen. Wenn Sie aktuell eine MPU-Anordnung haben und man Ihnen die Fahrerlaubnis entziehen will, weil Sie erstmalig unter Cannabis im Straßenverkehr angetroffen wurden, sollten Sie sich mit Ihrer Fahrerlaubnisbehörde in Verbindung setzen und die Anordnung zur MPU wieder zurückgezogen. Und Sie müssen keine MPU machen. Wenn Ihnen die Fahrerlaubnisbehörde die Fahrerlaubnis noch nicht entzogen, sondern Ihnen erst die Möglichkeit, die MPU zu machen, war der THC-COOH-Wert noch nicht so hoch gewesen, dass hier ein regelmäßiger Konsum vorliegt. Es geht bei Ihnen dann scheinbar um das Trennvermögen. Die neue Regelung gilt nur für Betroffene, die ihre Fahrerlaubnis noch besitzen. Wenn Ihnen die Fahrerlaubnis aufgrund eines Cannabis-Deliktes bereits vor dem 01.04.24 entzogen wurde, dann ändert sich nichts für Sie. Sie müssen nach wie vor die MPU machen. Das sind sehr konkrete Vorgaben, die bei den Behörden umgesetzt werden. Ich habe Anfang letzter Woche einen Klienten geraten, die Fahrerlaubnisbehörde zu kontaktieren. Bei diesem Betroffenen wurde im Februar die MPU angeordnet, weil er letztes Jahr im Juli ein Fahrzeug unter Cannabis-Einfluss geführt hatte.
Er hat bei mir die Vorbereitung begonnen und ist kurz davor, die 6 Monate Abstinenz abzuschließen. Die Werte aktiv THC waren bei 12 Nanogramm und der Langzeitwert THC-COOH lag bei 56 Nanogramm, also gelegentlicher Konsum. Mein Klient hatte viele Jahre am Wochenende Cannabis geraucht, bis er einmal kontrolliert wurde. Ich habe ihn gebeten, die Fahrerlaubnisbehörde per E-Mail mal anzuschreiben und die Sachbearbeiter dort auf das neue Gesetz hinzuweisen. Zu Beginn hat die Fahrerlaubnisbehörde rumgezickt und wollte uns klar machen, dass es das neue Gesetz noch gar nicht gibt und so weiter. Wir sind dran geblieben und haben es nochmal per E-Mail mitgeteilt, dass es die neuen Paragraphen gibt und die Behörde die neuen Paragraphen in der Fahrerlaubnisverordnung bitte umsetzen soll. Nach 2 Tagen hin und her kam die E-Mail, ich zitiere: Die Prüfung des Sachverhalts hat ergeben, dass eine MPU in Ihrem Fall nach der neuen Gesetzgebung nicht mehr erforderlich ist. Die Anordnung der MPU werde ich postalisch zurücknehmen. Die MPU-Anordnung wurde zurückgezogen. Der Fall ist vom Tisch. Wenn Sie aktuell als Cannabis-Ersttäter kurz vor der MPU stehen und noch im Besitz der Fahrerlaubnis sind, dann setzen Sie sich mit der Fahrerlaubnisbehörde in Verbindung und weisen die Behörde auf die neue Gesetzgebung hin. Meine Meinung hierzu ist, dass es nicht so lange bleiben wird. Es gibt viele Anträge an die Bundesregierung, dass diese Regelung geändert werden muss. Selbst beim Alkohol wird aktuell härter durchgegriffen als bei Cannabis. Wenn Sie beispielsweise mit dem Fahrrad und 1,6 Promille im Straßenverkehr angetroffen werden, müssen Sie zur MPU und dort werden Sie wie ein Alkoholiker abgestempelt. Beim Cannabis gibt es keine Grenzwerte und man ist klar im Vorteil gegenüber Alkohol. Daher gehe ich davon aus, dass der Aktiv-THC-Wert bald angepasst wird. Die Behörden arbeiten nach Paragraphen und halten sich wirklich daran, so wie vorher auch. Also es werden aktuell sehr viele Anordnungen zur MPU zurückgenommen. Rufen auch Sie bei der Fahrerlaubnisbehörde mal an und versuchen die Anordnung vom Tisch zu bekommen. Da brauchen Sie auch keinen Anwalt für. Sollte sich die Fahrerlaubnisbehörde querstellen, dann schalten Sie natürlich einen Anwalt ein. Der Herr Solmecke aus Köln, der hat auch so einen super YouTube-Kanal. Der hat Erfahrung. Der kann Ihnen da sicherlich weiterhelfen. Wenn Sie eine Rechtsschutzversicherung haben, lohnt es sich allemal mal nachzufragen. Wenn sich jedoch die Gesetze wieder ändern sollten, wovon ich tatsächlich ausgehe, wird die Fahrerlaubnisbehörde diese auch wieder umsetzen und Ihnen vielleicht erneut die Anordnung zur MPU zukommen lassen. Ich denke, dass wir in Kürze Grenzwerte erhalten werden, wie beim Alkohol auch. Daher habe ich meinen Klienten aus dem Beispiel vorhin geraten, die Abstinenz abzuschließen und weiterhin abstinent zu leben. Sollte sich die Gesetzgebung ändern in den nächsten Wochen oder wann auch immer, kann die Anordnung zur MPU wiederkommen. Dann hat er aber die 6 Monate Abstinenz fertig und er braucht dann nur noch eine kurze Auffrischung, um das halbe Jahr wieder geltend zu machen. Da haben Sie erstmal Klarheit, ob Sie die MPU machen müssen oder nicht. Jetzt geht es weiter mit der Strafe und was sonst auf Sie zukommt, wenn Sie unter Cannabis-Einfluss im Straßenverkehr angetroffen werden. Stand heute haben wir den Grenzwert von 1 Nanogramm. Zuerst schauen wir uns das Strafgesetzbuch an, welche Strafe Sie erhalten, wenn Sie unter Cannabis im Straßenverkehr angetroffen werden. Vor der Cannabis-Legalisierung, als Cannabis noch illegal war, also vor 2 Wochen, war die Fahrt unter Cannabis-Einfluss eine Straftat. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und ein Richter hat ein Urteil gesprochen. Jetzt ist Cannabis legal und die erste Fahrt unter Cannabis mit mehr als 1 Nanogramm aktiv THC ist eine Ordnungswidrigkeit. Beim ersten Verstoß müssen Sie 500 Euro Bußgeld zahlen, erhalten einen Monat Fahrverbot sowie 2 Punkte in Flensburg. Wie hoch die THC-Werte im Blut sind, spielt momentan keine Rolle. Mehr als 1 Nanogramm und Sie sind Ersttäter. Ich gehe aber davon aus, dass es bald neue Grenzwerte geben wird und Sie bald auch neben dem Ordnungswidrigkeitsverfahren auch ein Strafverfahren geben wird. Ich bin aber kein Anwalt, das ist nur meine Meinung. Dann gibt es noch die Fahrerlaubnisverordnung, mit der sich die Führerscheinstelle beschäftigt. Die Führerscheinstelle setzt die Vision Zero durch. Das heißt, keine Toten im Straßenverkehr durch Alkohol und Drogen und das alles zum Schutz der Allgemeinheit. Dafür wird die Fahrerlaubnisverordnung angewendet. Die Fahrerlaubnisbehörde prüft den Sachverhalt und schaut anhand der Paragraphen, ob die Fahreignung angezweifelt werden kann oder nicht. Gegebenenfalls wird ein fachärztliches Gutachten oder die MPU angeordnet, um Klarheit zu bekommen.
Vor der Cannabis-Legalisierung wurde ein Cannabiskonsumenten mit einem hohen THC-CoH-Langzeitwert sofort die Fahrerlaubnis entzogen, weil durch die hohen Werte klar war, dass die Trennung zwischen dem Konsum und dem Fahren nicht möglich ist. Die Grenze liegt im Blutplasma bei 70 Nanogramm. Alle anderen, die kleinere COOH-Werte hatten, haben die Möglichkeit erhalten, zunächst die MPU zu machen. Und daran hat sich nichts geändert. Wenn Sie aktuell zu hohe THC-COOH-Werte haben, darf die Behörde nach § 13 die Fahreignung anzweifeln, das auch beim Ersttäter. Wenn Sie aber niedrige THC-COOH-Werte haben, wird nach der neuen Regelung die MPU beim Ersttäter nicht mehr angeordnet. Wenn die MPU bei Ihnen angeordnet wird, erhalten Sie die Möglichkeit, die Zweifel auszuräumen. Die MPU ist also keine Strafe für Sie, sondern Sie erhalten eine Chance darzulegen, dass Sie sich verändert haben. Dass Sie vielleicht in Zukunft das Konsumieren und das Fahren besser trennen können. Das ist die Aufgabe der Fahrerlaubnisbehörde. In der Führerscheinverordnung sind Abstinenzbelege gar nicht vorgesehen. Daher verlangt eine Fahrerlaubnisbehörde keine Abstinenz von Ihnen. Die Fahrerlaubnisbehörde möchte nur ein positives Gutachten haben. Welche Voraussetzungen daran geknüpft sind, wird in dem nächsten Punkt sichtbar. Wenn die MPU angeordnet wird, müssen Sie jetzt nach den Spielregeln der MPU spielen. Das sind die Beurteilungskriterien für Fahreignung. Bei der MPU prüft man Ihre Fahreignung und schaut zunächst in die Akte, was vorgefallen ist. In den Blutwerten kann der Arzt die erste Einschätzung vornehmen, inwieweit Sie Cannabis konsumiert haben. Hier schaut man ganz genau auf den THC-Wert und den THC-CoH-Wert. Wenn Sie dann zur Begutachtung kommen, versucht der Gutachter herauszufinden, ob Sie eine Cannabis-Gewöhnung haben, eine fortgeschrittene Problematik oder eine Abhängigkeit. Wenn er Sie in eine Schublade gesteckt hat, verlangt er von Ihnen einen Abstinenznachweis über 6, 12 oder 15 Monate. Wenn Sie also unter Cannabis fahren und angehalten werden, sollten Sie erst einmal den Konsum einstellen. Dadurch, dass Sie ja nur gelegentlich konsumieren, sollte das ja kein Problem sein. Wenn Sie aber regelmäßig konsumieren, dann wird es schwierig, die Fahrerlaubnis dauerhaft zu behalten. Es wird jetzt mehr Kontrollen geben, es wird mehr kontrolliert und viele werden die Fahrerlaubnis verlieren. Das ist meine Einschätzung. In dem nächsten Video nächste Woche wird es um die Hypothese D4 gehen. Gelegentlicher Konsum und das Trennvermögen. Ne? Konsum und Fahren in Einklang bringen. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder einschreiben. Wenn Sie Fragen zu Ihrer aktuellen Situation haben oder Sie wissen möchten, wie lange Sie Abstinenz darlegen müssen oder Sie Hilfe bei der MPU-Vorbereitung benötigen, dann vereinbaren Sie jetzt ein kostenloses Erstgespräch mit mir am Telefon oder per Zoom-Call und Sie erhalten einen klaren Fahrplan von mir, wie Sie die MPU bestehen. Einen Link zum Buchen einer kostenlosen Beratung finden Sie wie immer unten in der Beschreibung. Wenn Ihnen das Video geholfen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Abonnieren Sie den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Und ich wünsche Ihnen alles Gute auf Ihrer Reise zurück zum Führerschein. Machen Sie es gut und bis bald.